Schön, dass ihr alle da seid zu unserer QA-Lunch-Session im Februar. Ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen in den Stream. Vielleicht für all diejenigen, die noch nicht drin sind, bitte einmal die Seite auf LinkedIn vor allen Dingen aktualisieren, dass ihr uns auch wirklich hier seht im Stream. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich freue mich sehr, dass ich heute drei tolle Gäste bei mir habe. Das ist einmal Richard Seidel, Florian Fieber und Sven Eutneuer. Und wir sprechen heute über die wichtigsten Trends und Themen, die euch als Software-Testerinnen und Tester dieses Jahr erwarten werden. Und wir sind schon ganz gespannt, was dabei rumkommt. Aber da es ja eine QA-Lunch-Session ist, wollen wir nebenbei auch ein bisschen essen. Genau, ich habe heute von einem Mittagslunch mit meinen Kollegen mir was geklaut und hier mit ins Studio gebracht. Und ich würde gerne die Runde mal mit einer Vorstellungsrunde verknüpfen. Sven, magst du anfangen? Wer bist du? Was machst du? Und was hast du zu essen mitgebracht? Danke dir. Ja, Sven Olsener ist mein Name. Ich bin bei der Capgemini Sogeti zuständig für die Region Nord. Das nennt sich bei uns Branch Manager. Ja, toller Titel. Bedeutet aber, dass ich mich für den Norden Deutschlands um unsere Kunden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um so unsere Projekte kümmere, wirklich quasi allumfassend, einmal um alles. Ja. Und ja, vom Background her, ich habe einen technischen Background, habe mal als Entwickler in die IT gestartet, bin aber seit 2007 irgendwo mit den Themen Testen und Qualitätssicherung unterwegs, also mittlerweile auch schon eine kleine Ewigkeit. Links neben mir steht mein Mittagessen, das ist ein BLT-Sandwich. Da traue ich mich gerade nicht reinzubeißen, weil das bestimmt in die Hose geht. Das hebe ich mir für gleich auf. Super, vielen, vielen Dank. Florian, wo kommst du her? Was machst du und was hast du zu essen mitgebracht? Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Also ich komme aus der Nähe von dir, nicht aus Potsdam, aber ich sitze gerade in Berlin vor dem Rechner. Genau, Florian Fieber ist mein Name. Ich bin bei der Test Solutions tätig in Frankfurt. Wir sind ein Testdienstleister im weitesten Sinne. Ich bin dort sogenannter Chief Process Officer. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was mit Testprozessen, Methoden, Weiterentwicklung, Qualifikation und so weiter zusammenhängt. Und damit habe ich natürlich zum Beispiel auch mit dem Thema Trends und Ausblick auch für unsere Kunden und für die Mitarbeitenden zu tun. Das mache ich eben nach innen gerichtet, mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen an der Weiterbildung, Weiterentwicklung arbeiten und Richtung Kunden. Das sind, sage ich mal, so ein bisschen strategischere Themen, Prozessberatung, Testprozesse und so weiter. Diese bewerten, verbessern. Ich bin auch aktiv im German Testing Board. Da bin ich seit 2018 Mitglied, bin jetzt seit 2 Jahren auch Vorsitzender dort und habe in dem Zusammenhang natürlich viel zu tun mit dem ganzen ISTQB-Kosmos und Certified-Tester-Schema und auch die Weiterentwicklung dort. Genau, vom Hintergrund bin ich auch ja, Softwareentwickler, komme aus der Entwicklung eigentlich, bin dann irgendwie in die Qualitätssicherung gekommen vor langer Zeit. Und zum Essen habe ich mir tatsächlich einen Joghurt mitgebracht. Das ist A, gesund, hoffe ich, und eine bisschen leichtere Kost, aber vor allem hoffe ich, dass ich es geräuschlos und damit so ein bisschen würdevoll von der Kamera essen kann. Und Sehr mir das war. schön. Vielen Dank. Richie, ich habe im Vorfeld gehört, dass du gerade an der Fastenzeit teilnimmst und diese Session vielleicht jetzt nicht das optimale Format für dich ist. Aber magst du trotzdem noch mal kurz sagen, wer du bist? Wir freuen uns natürlich auch, dass du trotzdem da bist. Und genau, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, genau. Ich bin der Richie, Richard Seidel, Coach, Berater, Mentor im Software-Testing seit so langer Zeit, dass ich es gar nicht mehr berechnen kann. Branchenübergreifend, mache viel mit dem ISTQB, mit dem German Testing Board, mit dem ATB zusammen. Habe seit einem Jahr einen Podcast, da kennt vielleicht der eine oder die andere da dieses Setting auch hinter mir von den Videos auf YouTube oder sonst wo. Und wenn nicht, dann müsst ihr da unbedingt mal reinschauen. Und ja, ich bin, letztes Mal war ich ja mit Möhrchen dabei hier, das war auch schon sehr spartanisch. Und heute habe ich mir ich habe mir gestern Brühe gekocht und die ist jetzt hier drinnen und die darf ich jetzt da so langsam vor mich hinschlürfen. Und ja, damit die Fastenzeit begehen und euch beim Essen zuschauen.
Super, perfekt. Wir freuen uns sehr. Vielleicht auch nochmal kurzes Feedback von unserer Community im Stream. Also wir haben Roland, der sagt, dass er gerade dabei ist, uns zuschaut und Kaffee und ein Erdnuss-Banana-Bread mit hat, das sehr gut ist. Und genau, wir haben jetzt auch aus Regensburg, aus Hannover, Nürnberg. Also wir sind richtig gut aufgestellt. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und würde jetzt mal versuchen, ein bisschen die Kurve zu unserem Thema zu bekommen, nämlich den Testtrends 2024. Wir haben euch, liebe Zuschauer, gebeten, einmal im Vorfeld in unserer Wortwolke abzustimmen, was so eure Testtrends sind für dieses Jahr. Und ich würde das jetzt einfach gerne mal teilen. Und dann würde ich gerne euch fragen, Sven, Ritchie und Florian, was ihr dazu sagt, ob ihr ja da zustimmt oder ob ihr da anderer Meinung seid. Aber genau, hier haben wir, seht ihr schon meinen Bildschirm? Mhm. Sehr gut. Ja. Genau, also wir haben ganz viele verschiedene Themen, aber ich glaube, ich sehe, dass sehr, sehr oft kam AI-Testing, KI-Testing, künstliche Intelligenz. Also ich glaube, das ist ein Thema, was viele von uns hier sehr bewegt. Wir haben aber auch solche Themen wie Shift Left, wie Testmanagement und exploratives Testen. Vielleicht mal die Frage an dich, Ritchie, was sagst du dazu? Würdest du dem zustimmen oder wie ist so deine Einschätzung von diesem Stimmungsbild? Ja, es überrascht mich jetzt nicht wirklich. Also es sind die Themen, die ich auch so wahrnehme, gerade natürlich das Thema KI. Zum einen, wie testen wir es, was machen wir damit, wo geht es damit hin, weil wie können wir es für uns nutzen? Soft Skills, starkes Thema, auch kommt auch immer wieder Shift Left, Testmanagement, was mache ich damit, Testautomatisierung, also ja, da ich Haken dran, bin ich dabei. Super, was sagst du dazu, Florian? Ja, genau so, also ich glaube, wir haben eine hohe Überdeckung vermutlich, also zumindest für mich, was so die Top-Themen sind, gibt wahrscheinlich noch viele weitere, vielleicht auch ein bisschen kleinere Themen. Aber eigentlich könnten wir jetzt aufhören, ne? Weil ich glaube, da haben wir uns dann die identifiziert, ja. Okay, perfekt. Also genau, merken wir schon, dass das Stimmungsbild ganz gut abgedeckt ist. Genau, Sven, vielleicht mal die Frage an dich. Also es ist ja im Moment super viel in Bewegung in der IT-Branche, im Tech-Bereich. Software-Testen hat da natürlich eine ganz große Rolle. Wie würdest du denn einschätzen? Was ist so der Status quo des Software-Testers, der Software-Testerin in der aktuellen IT-Welt? Welche Rolle nimmt sie ein und hat sich das vielleicht auch irgendwie ein bisschen verändert? Also zunächst mal würde ich sagen, ich würde den Status übertiteln mit Alive and Kicking. Ja, es gibt ja irgendwie gefühlt, seitdem ich mit Testen und QS zu tun habe, so die latente Idee immer mal wieder, ja, so bald braucht man das nicht mehr, bald wird das irgendwie alles von selber gehen und wir haben ganz tolle Qualität. Aber ich glaube, das ist nicht heute nicht so und wird auch morgen und übermorgen nicht so sein. Also wir werden lange, lange Testen brauchen und uns mit Testen beschäftigen müssen. Was so die aktuellen Movements und Bewegungen am Markt sind, das muss ich mir zum Glück nicht selbst ausdenken. Wir machen ja seit vielen, vielen Jahren, seit ich glaube dieses Jahr im 14. Jahr, diesen World Quality Report, den wir jedes Jahr rausbringen und den versuchen wir ja wirklich als repräsentativen Blick auf den Markt durchzuführen, sodass wir da auch wirklich ableiten können, okay, was bewegt denn die Leute? Ja? Und ich sag mal so, wenn wir jetzt den WQR anschauen, der aus dem letzten Herbst ist, der hat auch schon viel Überdeckung mit der World Cloud, die wir eben gesehen haben. Ja, es kommen noch so ein paar Spielarten und Themen dazu, zum Beispiel alles, was mit ja, Risiken zu tun hat, die so aus dem Cyber- und Angriffsbereich kommen. Ja, das ist sicher auch ein großes Thema, aber vieles der anderen Themen lässt sich übertiteln mit, wie kann ich eigentlich ja meine Leichtfüßigkeit möglichst bewahren, gleichzeitig aber möglichst effizient arbeiten oder möglichst vollständig meine Themen abdecken. Wie kann ich Automation in ihren unterschiedlichen Spielarten nutzen? Und da spielt ja zum Beispiel das KI-Thema massiv rein. Super, sehr,
Sehr gute Antwort. Vielleicht dann gleich mal die Frage an Florian und Richie. Wenn ihr euch jetzt so auf drei Trends, drei Themen festlegen müsstet, die ganz aktuell sind, welche drei wären das denn, Florian? Vielleicht fängst du an. Ja, ist natürlich schwierig, ne? So wie die Frage im Freundebuch. Wer sind deine drei Lieblingsfreunde? Da muss man auswählen und möchte eigentlich alle nennen. Ich glaube, ein Thema Trends ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich hatte. Wir haben, glaube ich, erstmal unterschiedliche Arten von Trends. Ne? Es gibt so Dinge, die sind schon eine Weile da, aber die werden uns auch weiter begleiten. Es gibt Dinge, die sind vielleicht jetzt ganz neu dazugekommen. Es gibt Dinge, die werden uns sehr lange begleiten über die nächsten Jahre. Und manche sind jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen kleinteiliger und kurzfristiger und so weiter. Insofern gibt es da, glaube ich, auch erstmal qualitativ unterschiedliche Dinge. Aber so die drei Top-Themen ist natürlich als erstes Testen von und mit KI. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das werden wir bestimmt auch gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Aber natürlich, das sollte nicht die anderen Themen überdecken und man sich jetzt nur ausschließlich mit dem Thema beschäftigen. Das Zweite, was ich sehe, ich habe es mal Ende-zu-Ende-Testing überschrieben. Das ist eine große Herausforderung, generell im Rahmen einer weitergehenden, immer noch stattfindenden agilen Transformation, die wir auch sehen, die auch immer mehr auswirkt, auch in Behörden, in große Konzerne und so weiter, wo wir lange noch nicht fertig sind mit dem ganzen Thema agile Transformation. Und da dann einfach die spannende Frage, wie wir das Thema Ende-zu-Ende-Testen da wirklich gut reinbringen. Das ist nicht nur die Summe der einzelnen Teile an Dingen, die wir entwickeln, sondern wir haben Geschäftsprozesse, die über eine Menge von Teams hinweggehen, Ende-zu-Ende-Testen. Nur weil da Ende drin steht, heißt das nicht, dass man es am Ende nur macht, ja, sondern wie kann ich das kontinuierlich machen, wie kann ich das in einen Entwicklungsprozess integrieren. Testumgebungsmanagement kommt da rein, Testdatenmanagement, also ganz große Herausforderung am Ende, wie schaffen wir Wert für die Organisation mit Ende-zu-Ende-Funktionalität. Und das Dritte, das ich mir rausgesucht habe, ich habe es mal ein bisschen zusammengefasst, so ein bisschen das nicht-funktionale Testen oder spezifische Qualitätsmerkmale. Sven hat gerade einen Aspekt schon gesagt, Thema Security, den Cyber Resilience Act beispielsweise, der da kommen wird, sehe ich da relevant, und auch das Thema Accessibility und dort auch entsprechend eine Gesetzgebung auf EU-Ebene, die uns zu dem Thema hinführen wird. Ja, und deswegen werden wir uns mit den zwei Themen auf jeden Fall beschäftigen müssen. Super, sehr spannend. Richie, magst du noch was hinzufügen? Ja, also ich brauche es nicht wiederholen. Die Sachen, das sehe ich auch sehr stark. Für mich ist noch ein ganz großer Punkt, der da so mit auch drüber steht und diese ganzen Sachen mit beleuchtet, ist so das ganze Thema, was ist eigentlich die Rolle von Test und Qualität in dem ganzen Projekt im Unternehmen, wie wird das gelebt? Na, wir haben da jetzt über so 20 Jahre Agiles herumgewurschtelt, schon relativ viel versucht, aber so ganz haben wir es noch nicht gefangen. Wo geht's eigentlich hin? Wo müssen wir das überall platzieren? Wer wirkt wo mit? Na, so, und ich glaube, diese Findung dieses ganzen Themas, das muss uns auch jetzt noch mehr beschäftigen, weil die Sachen, die jetzt kommen, auch mit Barrierefreiheit, mit Security, diese nicht funktionalen Themen, das KI-Themen, das braucht alles irgendwo ein gemeinsames Verständnis, auch was heißt eigentlich für uns Qualität und wie kommen wir dahin? Mhm. Sehr gut. Ihr habt jetzt schon zwei sehr wichtige Punkte angesprochen. Einmal den EU Cyber Resilience Act, der sich ja ganz viel damit beschäftigt, wie mehr Cybersicherheit erreicht werden kann. Und das andere ist der European Accessibility Act, der sich mit der Barrierefreiheit beschäftigt. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an. Die Frage an Sven ist, es gibt ja jetzt dieses Gesetz und diesen Gesetzentwurf und ich glaube ja, Sicherheitstesten, Security-Testing wird ja wahrscheinlich immer wichtiger. Wie siehst du das? Also was kann der Software-Tester, die Software-Testerin denn für mehr IT-Sicherheit leisten? Also zunächst mal haben wir da ja irgendwo so konvergierende Trends. Ja, also wir sehen das bei unseren Kunden ganz unabhängig vom Cyber Resilience Act, dass wir da über die letzten anderthalb Jahre wirklich erheblich stärkeres Interesse an
ja, Security-Testing im weiteren Sinne haben. Ja, einfach weil auch bei unseren Kunden natürlich eine veränderte Bedrohungslage wahrgenommen wird, höhere Risiken und gleichzeitig einen immer stärkeren digitalen Vernetzungsgrad. Und das merkt man dann ja umgekehrt auch auf der regulatorischen Seite. Es gibt ja nicht nur den Cyber Resilience Act, es gibt ja auch die DORA-Verordnung, die die Finanzindustrie diesbezüglich weiter regulieren wird. Ja, und auch aus den nationalen Regulierungsbehörden kommen ja entsprechende Inputs. Ja, und die zeigen ja alle, dass sowohl auf der Seite der Wirtschaft als auch auf der Seite der Behörden erkannt wird, dass wir da ja tätig werden müssen. Und aus meiner Sicht sind die Dinge, die wir dann operativ tun müssen, eigentlich klar. Ja, da haben wir mit einem Secure Software Development Lifecycle eigentlich für alle Tätigkeiten im Software-Lebenszyklus heute schon Mittel und Wege an der Hand, Methoden an der Hand, Techniken an der Hand, Tools an der Hand, vom Threat Modeling bis zum Application Security Testing oder Penetration Testing. Ja. Das brauchen wir zum Glück nicht neu erfinden. Aber ich glaube, wir müssen schon noch einen Weg gehen, um das dann stringent auch einzusetzen und da zu einer Situation hinzukommen, dass man dann auch in der Lage ist, diese Regulatorik dann zu erfüllen. Ja, weil da muss ich schon noch ein bisschen was für tun. Ja, der Cyber Resilience Act, der schreibt ja ganz gut vor, was eigentlich dann zu tun ist, wenn ich so ein digital vernetztes Produkt auf den Markt bringen will in der EU. Ja, und da muss ich zum einen mir überlegen, was muss ich denn in meinem Software Lifecycle alles tun? Zum zweiten muss ich es umsetzen, zum dritten muss ich es dokumentieren und dann haben wir ja so eine Situation wie beim CE-Zeichen, dass im Prinzip dann der Hersteller das nachweist und damit dem Gesetz dann erstmal Genüge getan ist. Ja. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Wichtigkeit zu diesen ganzen Application Security Themen bringen, insbesondere im Testbereich, dass wir da ja noch mehr Nachfrage sehen, noch mehr Bedarf sehen an ja, Testerinnen und Testern, die in dem Bereich auch wirklich ein tiefes Know-how mitbringen. Wie siehst du das aktuell? Wie sind so die Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die Teams aktuell so im Bereich Security-Testing aufgestellt? Also gibt es da schon eine große Awareness sozusagen? Oder ist es eher ein Thema, was noch so ein bisschen schleppend läuft und was aber jetzt zum Beispiel mit dem Resilience Act irgendwie mehr auf die Agenda gebracht werden muss, zwangsläufig? Ich kann mal meine Sicht bringen. Ich bin mal gespannt, ob meine Co-Esser hier das ähnlich wahrnehmen. Auf die Agenda bringen braucht man es aus meiner Sicht eigentlich fast nirgendwo mehr, weil es ist ja, die Bedrohungslage ist ja jetzt auch nicht seit gestern da, sondern sie ist ja einfach immer stärker geworden. Da war sie aber ja schon lange. Wo wir sicher noch Veränderungen sehen, ist, wie sich eine Testfunktion in einer Organisation, egal wie es strukturiert ist, ob es Abteilungen sind, ob es Teams sind, ob es sowas wie Tribes sind, wie die sich organisiert mit so einer Cyber-Security-Funktion, die häufig organisatorisch anders aufgehängt ist, ja, und wie man da letztlich zu einem guten Modus operandi kommt, sodass man sich irgendwo die Bälle hin und her spielt, weil das ist häufig noch so ein bisschen in unterschiedlichen Silos aufgestellt. Ja, und da gibt es sicher noch die Möglichkeit, sich dann organisationsintern zu optimieren und sowohl Reibungsverluste einzusparen, als auch besser zu werden. Mhm. Wie seht ihr das? Stimmt ihr dem zu? Also Florian, vielleicht? Genau den gleichen Aspekt hätte ich jetzt reingebracht. Das Thema Security Testing sehe ich häufig ein Stück bisschen getrennt von den anderen Testaufgaben, die ein typisches Testteam vielleicht hat. Ne? Wenn man in so eine typische Teststrategie reinschaut, da werden viele Testthemen oder Testarten behandelt und Security ist dann nicht immer, aber teilweise einfach so ein bisschen außen vor, eben weil es andere Teams gibt, die sich mit dem ganzen Thema Security beschäftigen und das eben dann zusammenzubringen und gut mit dem anderen Testen zu integrieren, ist die Herausforderung, das auch kontinuierlich dann zu machen, auch hier Security nicht
am Schluss reinzutesten, ne, sondern auch in einer kontinuierlichen Entwicklung das sozusagen zu haben. Und das Thema ist natürlich auch größer als nur testen. Ne? Das hat ganz viel mit dem ganzen Thema Informationsmanagement, Sicherheit, Informationssicherheit und so zu tun. Hat viel mit organisatorischen, prozessualen Dingen zu tun, wo eben Testen ein Teil ist, aber nicht ausschließlich. Deswegen ist da, glaube ich, eine gute Integration und so ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Und das Testen kann das einen Beitrag leisten. Ja, Ja, sehr gut. Ich glaube auch, dass das, also wenn ich so drauf schaue, dieses, das wird häufig ein bisschen in die Testecke geschoben, das Thema. Und ich sehe das schon deutlich breiter auch, ne, weil es ist, das ist quasi eine Sache, die geht jetzt auch nicht so einfach weg, ne. Also Security-Test, das ist häufig, sagen wir, auf Management-Ebene, ja, da laden wir uns halt mal so irgendwie ein paar Tester ein, die machen dann hier ihren Pentest und dann hauen die wieder ab und dann haben wir einen Report und dann basteln wir daran rum. So geht es ja in Zukunft nicht. Ne? Wir müssen das irgendwo, wie Florian auch gesagt hat, integrieren in den Prozess und da braucht es eben nicht nur das Testen. Das ist ein bisschen das, was ich vorher meinte, in der Qualität fängt dann schon viel weiter vorne an und die Sachen müssen mitgedacht werden von Anfang an. Und da merke ich schon noch, da ist noch so ein Gap da, da will man noch nicht so ran, also zumindest in dem Unternehmen, wo ich unterwegs bin, da sieht man das eher so als reines Testthema. Ja, die werden das dann schon kümmern, aber wir wissen ja, das ist ja dann, wenn der Test dann mal ins Spiel kommt, dann auch, ja, da muss man auch wieder viel Arbeit für vorne machen, muss man sozusagen, ja. Ja, das ist auch ein sehr gutes Thema, was, glaube ich, ja auch schon in der Wortwolke kam und wo wir uns auch schon im Vorgespräch drüber unterhalten haben, ist ja das Thema Shift Left. Also das habt ihr ja gesagt, dass man einfach schon frühzeitig mit dem Testen anfängt, auch mit dem Security-Testen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird halt schon so lange diskutiert. Ist das überhaupt noch ein Trend oder so ein Top-Thema oder sollte das nicht eigentlich schon Standard sein? Was sagt ihr dazu? Also kann jeder, einer von euch anfangen, vielleicht Richie, du nicht mal. Ja, also es ist schon ganz lange ein Thema. Ne? Früher haben wir es auch gar nicht so genannt, da wollten wir das auch schon haben. Ja, dann haben wir irgendwann mal gesagt, das heißt jetzt Shift Left und versuchen das da alles reinzubekommen. Und ich sehe schon, also der Weg geht schon ganz klar dahin, weil es einfach auch durch diese Integration, durch das Zusammenkommen als Team, als funktionale Einheit, um ein Produkt zu erstellen, einfach auch unabkömmlich ist. Ne? Manchmal fehlt ein bisschen die Kreativität, also dass das halt auch Sachen sein können, die schon in einer Idee irgendwo drinnen sind oder die schon davor irgendwo passieren, wo man Qualität reinbringen kann und gar nicht nur immer diesen Testgedanken. Also dieses Einzahlen auf Qualität, ich glaube, da wird es noch ein paar Schleifen brauchen, weil für viele Unternehmen ist das halt einfach auch ein Kulturbruch und der ist nicht so von heute auf morgen gedacht, dass kann auch mal ein Jahr dauern oder zwei, bis man da auch alle mit an Bord hat, die Sinnhaftigkeit verständlich gemacht hat und das dann auch, sagen wir, ins Leben kommt. Also ich kann es mal vielleicht an dem Ende-zu-Ende-Testen illustrieren, was ich vorhin genannt habe. Was ich sehr häufig erlebe, ist, dass wir jetzt wieder im Rahmen von einer agilen Transformation hin zu einer produktzentrierten Entwicklung ich häufig sehe, wir haben jetzt neue Teams und die haben eine Ende-zu-Ende-Verantwortung. Das liest sich ganz toll auf dem Papier. Und wenn man da mal reingeht tiefer, stellt man A fest häufig, das ist nicht wirklich Ende-zu-Ende, was dort gemacht wird, überall. Ja, also teilweise haben wir immer noch Schnitt von Teams, die vielleicht eher auf Applikationen oder auf Systeme oder auf Schichten geschnitten sind und so weiter. Shift Left würde dann aber wirklich konsequenterweise bedeuten, wenn ich als Team Ende-zu-Ende-Verantwortung habe, dann muss ich auch die Ende-zu-Ende-Verantwortung für das Testen haben. Ja. Und da sehe ich immer noch einen sehr, sehr großen Gap, ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, in vielen Projekten, in der Herausforderung für die Teams, und das wirklich reinzubringen, ja, und von Anfang an das Thema Ende-zu-Ende beispielsweise mitzudenken. Also hört sich gut an, ja, aber in der Praxis das dann reinzubringen, ich sehe dann doch häufig noch Ende-zu-Ende System-Test-Teams, System-Integration-Test-Teams und so weiter, wo wir eben genau dieses Shift-Left nicht haben. Ja, ich glaube, wenn man das jetzt auf den unteren Teststufen mit vielleicht auch Test-Driven-Ansätzen und so weiter denkt, da sind wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Aber eben auf dieser höheren Ebene, da ist noch Musik drin, ja, oder da ist noch was zu tun. Ja, würde ich total unterschreiben. Ja, sehe ich auch immer wieder, gerade da, wo es wirklich
komplex integrierte Systemlandschaften oder Systemverbünde hat, tun sich die Kunden doch noch schwer damit. Was ich ganz spannend finde, ist, ich glaube, dass wir gerade was das Thema Shift Left angeht, auch noch ein paar interessante Effekte aus dem Thema KI sehen werden, weil ich sehe schon so erste Indikationen, dass wir da durch die Nutzung von KI im Testprozess auch einen positiven Nutzen für das Thema Shift Left haben werden. Ja, das finde ich ganz interessant, weil das eine ist ja eigentlich eher so ein technologiegetriebenes Thema, das andere eher ein Prozessthema, aber ich glaube, da kriegen wir auch noch mal so ein bisschen einen Boost durch die Technologie. Das ist ein super Stichwort, gerade ja, KI. Wie kann denn KI helfen, diese Prozesse voranzubringen? Was würdest du sagen, Sven? Was wir sehen, ist, dass wir im Moment vor allem über die Nutzung von KI im Testen reden, ja, noch weniger über die Qualitätssicherung von KI-basierten Systemen. Das tritt interessanterweise in den Diskussionen häufiger so ein bisschen in die zweite Reihe. In der ersten Reihe steht immer die Frage, wie können wir das nutzen, gerade jetzt, wo halt diese großen Large Language Models irgendwo in das Auge der Öffentlichkeit getreten sind. Jeder weiß, was das ist, jeder schon mal mit ChatGPT und Co. irgendwie was ausprobiert hat. Und jeder, der mit Testen zu tun hat, hat doch mit Sicherheit schon mal probiert, ich schreibe da mal 3 Anforderungen rein und dann gucke ich mal, was da hinten rauskommt. Ja? Und haben alle festgestellt, da purzeln ja sogar Testfälle hinten raus. Ja? Und schon ist die Idee geboren, dass man im Rahmen des Testprozesses dann ja genau die Aufgaben mit den KI-Tools angehen kann, die sich bis jetzt immer so als hartnäckig nicht automatisierbar erwiesen haben, wo sich die bisherigen Roboter immer die Zähne dran ausgebissen haben. Ja, und das sind ja gerade Themen vorne im Testprozess, wo ich mich um Anforderungen kümmern muss, wo ich mir aus Anforderungen dann richtige und vernünftige und Testcases mit der richtigen Abdeckung erzeugen muss, designen muss. Und das sind Themen, wo im Moment aus meiner Sicht das größte Interesse und auch ein großes Potenzial ist. Mhm. Florian, du beschäftigst dich ja auch viel mit KI. Und ich kann mich auch erinnern, dass du einen schönen Blog, eine Blogserie darüber geschrieben hast. Wie siehst du denn die Rolle von KI im Testen und auch den umgekehrten Fall, was Sven gerade gesagt hat, quasi das Testen von KI? Mhm. Genau, also ich glaube, erstmal die 2 große Themenblöcke, die wir immer haben und eigentlich gut unterscheiden können, ist einmal Testen mit KI und Testen von KI. Das mit KI hat Sven ja auch gerade schon schön eingeleitet. Ich glaube, was wir dort haben, und das haben wir nicht nur im Testen, sondern generell in der ganzen Welt oder zumindest in unserer Branche, ist, dass wir einfach sehen, dass zum Beispiel über GenAI, Large Language Models und so weiter, wir Unterstützung unserer täglichen Arbeit bekommen werden. Ja? Also ich glaube, wir werden eine Effizienzsteigerung bekommen, wir werden Dinge schneller machen können, wir werden aber zeitnah, also kurzfristig, wir reden jetzt über 2024 und nicht 2034, nicht unbedingt Testaufgaben vollständig ersetzen durch eine KI. Hängt ein bisschen davon ab, was es ist. Ne? Ich glaube, wir werden im Bereich Entwicklung, Programmierung, Automatisierung, Generierung wesentlich schneller vorangehen und dort, glaube ich, viel mehr machen können, wohingegen jetzt andere Aktivitäten, ich denke jetzt an sowas wie Testplanung, Testanalyse, Identifikation von Akzeptanzkriterien und so weiter, da werde ich vielleicht so 80% durch ein LLM zum Beispiel gut unterstützt bekommen. Aber, und das ist so der Elefant im Raum, werden wir dann irgendwann 2034 auch noch Tester haben? Ja, ich glaube da ganz fest daran, dass wir auf jeden Fall den Bedarf haben und auch die Testing-Skills benötigen. Ich glaube, es ist dann Testautomatisierung auf Steroiden, ja, erstmal. Also wir werden einfach schneller und effizienter werden. Und der zweite Teil, das Testen von KI, ich hatte jetzt gerade das Bild im Kopf, wie im Maschinenbau vor vielen Jahren, wo irgendwann mal ein Stück Software dazugekommen ist zu der ganzen Hardware und zur ganzen Mechanik. Ne? Und dieser Teil dann einfach so betrachtet wurde, naja, das ist jetzt halt ein weiterer Bauteil, das ist die Software, bevor man so ein bisschen tiefer auch reingegangen ist. Ja? Und das ist vielleicht das Risiko und die Gefahr, die man jetzt erstmal macht, da ist halt irgendwo eine KI in den Systemen drin, die wir bauen.
Und ich glaube, das ist auch das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen werden als Tester. Wahrscheinlich werden die wenigsten mit reinen KI-Systemen zu tun haben, aber die meisten oder viele mit Systemen, in denen auch KI drin ist, ne? Wo eine Komponente, ein Baustein irgendwie drin ist. Zum Beispiel ein Chatbot könnte sowas sein oder irgendwelche Empfehlungssysteme. Oder ich habe irgendwelche Assistenten oder Wizards in irgendeinem Workflow beispielsweise, wo sowas unterstützt wird. Ja. Wir können da ganz viel und müssen auch ganz viel, und das ist die gute Nachricht, von dem auch anwenden und weiter nutzen, was wir schon kennen. Ja, unsere Testverfahren, Testarten, Teststufen und so weiter. Aber wir werden uns da auf jeden Fall mit ganz neuen Themen beschäftigen müssen. Das sind zum einen zum Beispiel Qualitätsmerkmale an KI-Systeme oder Komponenten, Präzision, Sensitivität, Bias, nach Vorurteile sozusagen auch in Trainingsdaten. Das Testorakelproblem wird noch größer werden. Das müssen wir irgendwie lösen. Ne? Es ist nicht mehr so unbedingt deterministisch mit dem, was wir da zu tun haben. Überdeckungsmaße werden andere sein oder neue hinzukommen. Wenn man jetzt an neuronale Netze beispielsweise denkt, können wir dort das, was wir schon kennen, mit Überdeckungskriterien auch anwenden, Neuronenüberdeckungen und dergleichen. Also wir müssen uns mit den Themen einfach mal auseinandersetzen. Ja? Und ich glaube, es ist hilfreich für einen Tester und eine Testerin, sich einfach auch grundsätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ist Machine Learning? Wie funktioniert das? Was ist ein tiefes neuronales Netz beispielsweise? Wie funktioniert denn eigentlich Gen AI? Und was sind auch ein bisschen die Grenzen? Wir werden viel mit dem Thema Daten zu tun haben, Trainingsdaten, Validierungsdaten, aber natürlich auch Testdaten. Und dann das, was wir jetzt gerade hatten, Testorakelproblem, da werden wir neue Testverfahren einsetzen müssen. Es gibt so Dinge wie Metamorphis Testen beispielsweise, gegnerisches Testen, Adversarial Testing beispielsweise, A-B-Testing, Back-to-Back-Testing und so weiter. Also das sind Themen, mit denen wir uns als Tester und Testerin beschäftigen müssen, sofern wir eben mit derlei Systemen zu tun haben werden. Ich hätte da mal noch zwei Nachfragen. Zum einen hast du gesagt, dass ja KI den Tester und die Testerin auf jeden Fall nicht ersetzen würde. Da ist meine Frage, was sind denn so die USPs, sage ich jetzt mal, vom Menschen? Also was kann der Mensch, was dann die KI nicht kann? Das vielleicht ist gerade eins. Und genau, Frage zwei wäre dann auch, welche Skills braucht man denn oder sollte man sich denn jetzt beibringen, um halt dann in der neuen Welt Testen von Systemen, die auch KI beinhalten, dass man da gut zurechtkommt? Es ist natürlich schon die ganz große Frage, ne? Also was kann die KI und was kann der Mensch und kann die KI den Mensch ersetzen? Das ist, glaube ich, eine Fragestellung, die wir uns nicht nur im Testen stellen, sondern generell als Gesellschaft, ne? Und da kommen wir, glaube ich, dann auch irgendwann in philosophische Diskussion rein, was ist Intelligenz, was ist Kreativität und so weiter. Ja, ich glaube, die kriegen wir jetzt ja auch nicht beantwortet, diese Frage. Aber was ich sehr stark mitbekomme, ist dieser Aspekt Human in the Loop. Ja, also, dass wir, wollen wir, sollten wir einen Entwicklungsprozess vollständig automatisieren oder in die Hand einer KI legen, oder ist es nicht wichtig? Wollen wir das nicht? Ist es nicht notwendig? Oder gibt es tatsächlich nicht auch Aspekte, die ein Mensch noch besser beurteilen kann als eine KI? Ja? Und trauen wir letztendlich einem System, das nicht auch durch menschliche Augen gegangen sind? Ja? Wir bauen am Ende immer Systeme für Menschen, oder die meisten Systeme werden für Menschen gebaut. Insofern ist es immer wichtig und notwendig, dass auch ein Mensch drauf schaut und es bewertet, ob das für den Mensch, glaube ich, auch geeignet ist oder nicht. Und deswegen ist es absolut wichtig und essentiell, dass wir da auch den Menschen drin haben. Aktuell, wenn man jetzt auf den Stand drauf schaut, in die Qualität und die Güte der Ergebnisse, die wir aus den LLMs beispielsweise bekommen, und wir alle haben jetzt schon irgendwelche Erfahrungen mit ChatGPT und dergleichen gemacht, das ist okay, ja, aber da ist noch viel mit Halluzinationen und Hinterfragen auch von dem, was da wirklich passiert. Wie das in 10 Jahren ist, weiß ich nicht, ja. Aber Stand jetzt, da brauchen wir einen kritischen Blick. Wir müssen wissen, was möchte ich eigentlich testen? Warum möchte ich testen? Was sind denn wichtige Testziele? Was ist eine richtige Überdeckung? Sind es die richtigen Testdaten, die mir ein solches System beispielsweise vorschlägt? Deswegen habe ich da aktuell überhaupt keine Sorge. Nein, also ich würde das auch ganz, ganz pragmatisch sehen, wenn ich mir heute anschaue,
was kann ich zum Beispiel im Testdesign über eine KI automatisieren, dann sind das, ist das ein zweistelliger Prozentsatz. Ja, kann man sich jetzt fragen, ob man eher bei 30 oder eher bei 60% ist. Aber ich habe auf jeden Fall am Ende einen Output, wo ich einen Menschen brauche, um zu schauen, wie viel ist da okay und wie viel ist da zusammen halluziniert. Ja, das kommt so regelmäßig vor, dass da sich die Frage gar nicht stellt, brauche ich den Human in the Loop oder nicht, den brauche ich auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich vielleicht nur das Beispiel Chatbot nehme, wenn ich nicht einen Chatbot habe, der mit einem anderen Chatbot kommunizieren soll, sondern einen Chatbot, der mit einem Menschen kommunizieren soll, dann ist es irgendwie ziemlich naheliegend, ja, dass ich da auch einen Menschen dabei habe, der bewerten kann, ob dieser Chatbot gut ist. Ja. So, wenn die Systeme untereinander miteinander agieren und der Mensch da gar nichts mehr zu tun hat, ist das vielleicht was anderes. Aber die meisten Systeme, an die ich gerade denke, das sind Empfehlungssysteme, Expertensysteme, irgendwelche Kommunikationssysteme und so weiter, irgendwelche, was weiß ich, denke mal Medizintechnik, wo Erkennung gemacht wird von Röntgenbildern und dergleichen. Da bin ich völlig bei dir, Sven, ja. Ich glaube auch, es ist ja im Endeffekt auch eine Vertrauensfrage. Ne? Testen soll ja auch eine vertrauensbildende Maßnahme sein. Ne? Und die Frage ist, kann ich das heute schon einer Maschine abgeben? Und da bin ich auch ganz klar beim Nein. Und gerade, sage ich mal, wir in deutschsprachigen Raum, um es mal ein bisschen weiter zu fassen, ne, da wird jede Bordkarte immer noch extra ausgedruckt und jedes Ticket, was man schon als PDF hat, trotzdem sicherheitshalber, drucke ich es noch. Also wir haben ja nicht so ein intensives Vertrauen wie jetzt andere Länder auf der Welt. Also ich glaube schon, dass wir diesen Faktor Mensch da auf jeden Fall drinnen haben. Und wenn ich den Entwicklungsprozess mir anschaue, sag mal, dort, wo immer noch viel, viel Ungemach herrscht, ist ja, wie kriege ich denn das eigentlich, was wir haben wollen oder was irgendjemand sich mal vorgestellt hat, in eine Spezifikation, in eine Anforderung, in eine User Story und irgendwann einmal in den Code da rein. Das ist ja der Transfer, wo das meiste Schlimme passiert. Ob ich jetzt danach 1000 Tests, automatisierte Testfälle habe oder 10.000, da kann ich mehr prüfen, aber das löst oft häufig das Problem ja gar nicht. Also ich muss ja schauen, was kann ich da vorne auch mitbewirken. Und ich sitze gerade bei der KI, wir müssen uns als Tester schon damit beschäftigen, wie wir das für uns nutzbar machen, aber eher für diese Hirnleistung. Also ich denke, diese Potenzierung von noch mehr Testfällen automatisiert, dann habe ich halt noch mehr automatisierte Testfälle. Aber wer Mist automatisiert, hat automatisierten Mist. Ne? Das läuft alles nur schneller. Also das Hirnschmalz bleibt da schon noch vorne und da kann die KI jetzt schon ein bisschen helfen und das wird auch mehr werden, aber aktuell da kann sich schon noch einiges tun da vorne. Ja. Mhm. Sehr spannend auf jeden Fall. Und die Soft Skills, das habt ihr ja schon angesprochen, das kam auch in unserer Word Cloud vor, sind ja auch noch ein ganz wichtiges Thema. Da vielleicht nochmal die Frage an dich, Richie, du hast ja auch sehr viel mit Menschen zu tun, du bist ja Tester, aber du bist auch Coach. Und wie würdest du das denn sehen heutzutage? Also es ist jetzt ein bisschen ein Themensprung, aber gerade während Corona haben wir ja alle remote zusammengearbeitet. Das hat nach einer gewissen Einlaufzeit ganz gut funktioniert. Mittlerweile liest man ja immer wieder, dass Leute auch immer mehr zurück ins Office geholt werden und dass vielleicht die Zusammenarbeit im Team menschlich und vor Ort vielleicht doch besser funktioniert. Wie siehst du denn da die Zusammenarbeit im Jahr 2024? Macht es Sinn oder was würdest du dazu sagen? Also ich glaube, das ist es um und auf ist der Mensch ist ein Herdentier, ne? Und der gehört in ein soziales Gefüge rein. Und wir konnten das in Corona halbwegs abfangen noch, das wird nicht ganz irgendwie vereinsamen, aber wir haben jetzt ja danach auch gemerkt, wir wollen auch wieder irgendwo zusammenkommen, Party machen. Ich merke das auch als Speaker, es fragt keiner bei mir jetzt einen Online-Vortrag an, sondern die meisten wollen, dass ich echt irgendwo hinkomme. Ne? Das ist, man will wieder dieses Persönliche, diesen Nahbar. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, weil ich glaube, auch dieser ganze agile Gedanke, diese 20 Jahre Abarbeiten an der Agilität, das geht es im Endeffekt ja um, kann ich gut interdisziplinär zusammenarbeiten, um heißen Scheiß zu produzieren. Ne? Das will ich ja irgendwo damit schaffen. Und das hat viel mehr mit dazu zu tun, wie ich kommuniziere ich miteinander, wie arbeite ich zusammen, wie kommt man da zusammen. Und wir sind ja alle
denke ich auch, oder die meisten auch echt gestresst von dem, was gerade passiert in der ganzen weiten Welt da draußen um uns herum. Und das nimmt uns natürlich auch mit und nehmen wir auch mit in die Arbeit. Das ist ein Thema, was ich auch immer Dings. Man ist ja nicht irgendwie wer anderer, wenn man da ist, sondern ist der gleiche Mensch. Ne? Aber wie man das lösen kann, und das betrifft jetzt nicht nur einen Tester, betrifft den Entwickler genauso. Ne? Aber als Tester ist man halt häufig auch noch mehr in einem Spannungsfeld, ne? Dass man sagt, okay, ja, hier, wenn denn der was angefordert hat, der Entwickler will auch irgendwie, der Projektmanager braucht Reporting, ich muss Testautomatisierung, ich muss KI können, alles muss ich können auf einmal. Ne? Also da auch mal wieder durchzuatmen und zu schauen, okay, was kann ich denn bei mir jetzt gerade tun, um meinen nächsten Schritt auch zu gehen? Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man auch so mal bei der Entwicklung von Testern, Testerinnen jetzt immer weiter auch mehr drauf schauen müssen. Na, wie kriege ich jemanden sanft dahin, auch dass er sich jetzt ein bisschen mit KI beschäftigt, dass er sich mit zwischenmenschlichen Themen beschäftigt, weil sonst brennt man irgendwann einmal aus. Die Welt wird nicht unstressiger werden, vermute ich mal. Das ist dann vielleicht auch Resilienz, nicht nur im Sinne der Cybersecurity, sondern auch im Sinne von menschlicher Resilienz. Vielleicht dazu einmal eine Frage. Wir haben über YouTube eine Frage bekommen, die passt ganz gut gerade. Beim letzten THV-Meeting hatten wir während der Abendveranstaltung darüber gesprochen, wie in Zeiten der agilen Entwicklung mit der neuen Rolle des Testmanagers umgegangen wird. Was würdet ihr dazu sagen? Wie seht ihr die Rolle des Testmanagers und wie neu ist denn die Rolle und was muss man da jetzt beachten? Vielleicht darf ich kurz ergänzen. Gemeint ist hier die GI-Fachgruppe von der Gesellschaft für Informatik, die TAF, Testen, Analysen und Verifizieren. Wir finden regelmäßige Treffen statt und das wird hier referenziert, nur als Kontext. Sehr gut. Möchte jemand von euch was zum Testmanager sagen, zu der Rolle und wie sie sich entwickelt? Das ist eine Frage, man kann sich in der Frage verzetteln, wenn man sich über den Manager-Teil austauscht. Ne? So, und dann können wir überlegen, haben wir noch Testmanager, haben wir keine Testmanager, brauchen wir Testmanager? Gilt nicht nur für Testmanager, sondern so. Und wenn wir über diese Rolle immer sprechen und den Manager irgendwie im Hintergrund haben oder die Managerin, dann landen wir immer in der Sackgasse, in der Diskussion, in meiner Wahrnehmung. Es geht ja eher darum, was verstehen wir denn als Aufgaben und als Aktivitäten, die mit Testmanagement und der Aktivität des Testmanagements verbunden sind. Ne? Und es ist eine Planung beispielsweise, eine Überwachung, eine Steuerung von Projekten und Prozessen und das ist ja da, also das fällt ja nicht weg, das ist genauso existent wie in traditionellen klassischen Projekten. Wir haben eine andere Form der Planung zugegebenerweise, ne? Wir haben eine kleinteiligere, wir haben vielleicht ein bisschen eine Rolling Wave Planung, wir planen eher auf Sicht da, ja? Und wir planen gemeinsam, aber die grundsätzlichen Aufgaben sind da, ja? Das heißt, die Aufgaben des Testmanagements, die werden idealerweise von einem Team selbst übernommen. Aber ich sehe es gleichzeitig auch durchaus sinnvoll an, wie auch immer ich die Rolle jetzt nenne, jemanden zu haben, der das Thema so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht Governance sagen, weil das auch ein ganz schlimmes Wort ist, ne? Aber so ein bisschen übergreifend, querschnittlich, coachend vielleicht auch, begleitet und sozusagen auch über eine Menge von agilen Teams, die sozusagen unterstützt, ne, im besten Sinne, als Facilitator kann das sein, und auch querschnittliche Themen ein bisschen betreut. Ja, wir haben jetzt gerade Security gehört, wir haben so ein bisschen andere Themen, die vielleicht nicht unbedingt alle immer in den jeweiligen Teams verankert sind und das sozusagen auch ein bisschen auszusteuern über eine große Menge und Gruppe von Leuten ist diese Aufgabe des Testmanagements absolut weiterhin wichtig. Wie wir die Rolle dann nennen, ist was ganz anderes. Ja. Vielleicht, also da differenziert sich ja das Testmanagement in meiner Erfahrung auch so ein bisschen aus, weil es aus meiner Sicht eine Managementrolle ist, die nicht in die gleiche Abfolge passt wie so ein Projekt- oder Programmmanager. Ja, ich habe früher die heißesten Diskussionen gehört dazu, ob Testmanagement nicht einfach nur Teilprojektleitung sei.
Ja, und das ist es meiner Erfahrung nach nicht. Meiner Erfahrung nach braucht es genau diesen testmethodischen Koffer, den man mit dabei hat, die Skills und Erfahrungen in dem Bereich, um ein erfolgreicher Testmanager zu sein. Und die brauche ich ja auch in der agilen Welt nach wie vor, wie die sich dann auf Rollen oder Teammitglieder oder sagen wir mal, verteilen. Das ist dann ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ich muss letztlich diese Themen abdecken können, um meinen Test sauber zu strukturieren und um in der Lage zu sein, mit der verfügbaren Zeit und der verfügbaren Manpower, der verfügbaren Automation, das abzudecken, was abgedeckt werden muss. Ja, und das bleibt. Also das ändert sich ja nicht. Mhm. Sehr gut. Ritchie, möchtest du noch was dazu sagen? Oder haben wir das Thema gut abgedeckt? Ich bin da ganz oft bei Florian, also diese, oder auch bei Sven, es war im Prinzip der Tenor, das finde ich total wichtig. Diese Aufgaben gibt es irgendwo da drin und die muss man da reinnehmen. Und ich glaube, wir verlaufen uns da häufig in den Projekten auch gerne in diesen Strukturen, die irgendwelche Frameworks da vorgeben. Also für mich ist immer Agilität etwas sehr Persönliches für das Team, was sehr individuell ist, und da kann man sich auch irgendwo bedienen bei so Best Practices wie Scrum und Co. und so. Und da ist Testmanagement mit dem Werkzeugset auch ein Buffet, aus dem ich mich bedienen kann und mir daraus nehmen kann, was brauche ich fürs Team, um es gut zu performen. Und da werde ich mir vielleicht ein paar Planungsaspekte raussuchen, mit denen ich agieren kann, ein paar vielleicht Schätzmethoden oder sowas, aber vielleicht nicht unbedingt einen großen Risikopart, weil mich das gerade nicht tangiert im Team oder wie auch immer. Na, also das immer als Angebot zu sehen und zu schauen, was kann ich davon als Team jetzt verwenden, um einfach auf Sicht gute Ergebnisse zu liefern. Mhm. Sehr gut. Vielleicht nochmal an die Zuschauer. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen, also einfach kommentieren auf der Plattform, auf der ihr gerade seid. Und eure Kommentare landen dann bei uns hier im Stream und dann beantworten wir auch sehr gerne eure Fragen. Ich würde gerne noch mal einen Punkt ansprechen, der jetzt gerade ein bisschen hinten runtergefallen ist, aber den wir schon vorhin hatten, nämlich den Accessibility Act, wo es um mehr Barrierefreiheit geht. Ich finde, das ist eine sehr schöne Bemühung, dass man das jetzt wirklich auf die Agenda setzt, dass Webseiten, digitale Projekte, Aspekte barrierefreier werden. Wie schätzt du das ein, Florian, und was muss man denn jetzt tun, um ja dieser Anforderung gerecht zu werden? Erstmal sehe ich zu dem, was wir vorhin hatten mit dem Cyber Resilience Act, eine gewisse Analogie. Ja? Was wir nämlich sehen, ist, dass wir über Regularien oder Gesetzgebungsverfahren zu unserem Glück gezwungen werden. Ja? So, ob das jetzt im Bereich Security oder Accessibility, Zugänglichkeit ist, ist eigentlich relativ ähnlich. Für uns als Tester ist es immer hilfreich, wenn es irgendwelche Anforderungen gibt, die zu erfüllen sind, ne? Weil das heißt dann in der Regel testen. Das Thema Accessibility ist eigentlich eines, das schon jetzt kein Nice-to-Have-Thema sein sollte, aber ich glaube, es ist nach wie vor ein relatives Orchideenthema für viele Leute. Ja? Wir werden jetzt aber dazu gezwungen, und du hast den EU Accessibility Act genannt, der wird in Deutschland oder in den Mitgliedsländern dann eben implementiert. In Deutschland ist es dann mit dem schönen Wort Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das quasi genau das formuliert, und die entsprechende Verordnung dazu, die definiert genau diese Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, in welcher Form die zugänglich sein müssen. Das können Produkte sein, wirklich physische Produkte, die ich bereitstelle, aber das ist vielleicht für uns der interessantere Teil, die Services. Das können beispielsweise ein Buchungsservice auf einer Plattform und so weiter sein. Alles Customer-Facing, ne? Also für Verbraucher und Verbraucherinnen. Das kann man im Wesentlichen nicht, das ist nicht vollständig damit abgedeckt, aber im Wesentlichen kann man es auf den WCAG-Standard, den Web Content Accessibility Guidelines vom W3C runterbrechen. Das ist im Prinzip ein Standard, in dem Zugänglichkeitsanforderungen definiert werden. Der ist sehr umfangreich, sehr viele sogenannte Prinzipien und Success Criteria, die dort erfüllt werden müssen. Und dementsprechend wird das Thema Accessibility Testing für uns wirklich relevant werden. Ja? Warum jetzt? Weil es eben einen Stichtag gibt für Juni nächsten Jahres. Ab dann gibt es sozusagen die Möglichkeit für Verbraucher, dagegen aktiv zu werden. Ne? Das ist jetzt noch nicht unbedingt in Form von Geldstrafen, die da drohen, aber
da gibt es Schlichtungsstellen, die Behörden sind verantwortlich. Ich werde als Hersteller möglicherweise aufgefordert, nachzubessern. Vielleicht kann aber auch ein Produkt oder eine Dienstleistung tatsächlich vom Markt genommen werden. Und hier gilt jetzt wieder das Gleiche, das, was wir vorhin auch schon beim Security-Testing hatten, im Speziellen oder allgemein im Bereich Shift-Left. Die Zugänglichkeit, die sollte nicht hinten rein getestet werden, sondern wir müssen das in den ganzen Entwicklungsprozess integrieren. Wenn wir sich den ganzen Entwicklungsprozess anschauen, aber zumindest mal den Testprozess, dass wir eben auch dort schauen, wie kriegen wir das in einer kontinuierlichen Entwicklung denn frühzeitig tatsächlich dort rein. Da gibt es Möglichkeiten, zumindest gewisse Aspekte automatisiert zu testen und das in der CI-Pipeline beispielsweise auch kontinuierlich durchzuführen. Es gibt gleichzeitig aber natürlich auch manuelle Dinge, Reviews, Evaluierungen und so weiter, wie ich die Dinge prüfen kann. Ich persönlich könnte ganz allgemein empfehlen, ich finde das Thema extrem spannend. Ich habe mich in letzter Zeit damit auch sehr viel auseinandergesetzt und meine allgemeine Empfehlung wäre, sich mit dem Thema Zugänglichkeit mal ein bisschen zu beschäftigen. Was heißt das denn eigentlich? Jetzt noch gar nicht unbedingt vom Thema Testing her gedacht, sondern überhaupt mal verstehen und diese Welt der Zugänglichkeit aufzumachen. Für mich war die, ehrlich gesagt, bislang noch nicht so zugänglich, ja. Aber zu verstehen, dass wir im Prinzip 20% der weltweiten Bevölkerung damit ansprechen oder gegebenenfalls ausschließen aufgrund von nicht zugänglichen Systemen, das hat einen unglaublich großen Impact, ja, wenn wir an Image denken, wenn wir an Umsätze oder entgangene Umsätze beispielsweise denken. Deswegen ist, glaube ich, das ein absolutes Top-Thema, mit dem wir uns eben auch aus Testperspektive beschäftigen werden müssen, sollten. Total spannend. Ja, gerade was du sagst, dass es wirklich auch ein sehr großer Anteil an Menschen ist, die tatsächlich dann ausgeschlossen werden, wenn Produkte, Dienstleistungen eben nicht zugänglich sind. Vielleicht nochmal ganz kurz zur so Illustrierung, könntest du mal 2, 3 Aspekte nennen, die total wichtig sind, um Seiten zugänglicher zu gestalten? Also ich zum Beispiel höre mittlerweile sogar ganz gerne Webseiten, die mir vorgelesen werden. Das ist aber jetzt nur so ein ganz banales Beispiel wahrscheinlich. Hast du noch 2, 3 andere Beispiele, die man dem Zuge nennen könnte? Ja, das ist schon mal ein gutes Beispiel. Also zum Beispiel ein Video zu unterstützen durch alternative Darstellungen oder Informationen, ne? Weil es möglicherweise Menschen gibt, die nicht gut hören können oder vielleicht sogar taub sind. Und an dem Beispiel sieht man übrigens auch, das betrifft jeden, weil ich möglicherweise in einer lauten Umgebung unterwegs bin. Ich bin in der U-Bahn, wo es laute Umgebungsgeräusche gibt. Ich kann gar nicht wirklich hören. Und deswegen ist für mich so eine Caption oder Closed Caption als Ergänzung zu einem Video unglaublich hilfreich. Ja? Also es betrifft eben jeden und nicht nur in Anführungszeichen Menschen, die wir jetzt vielleicht im Kopf haben, die tatsächlich irgendeine Form der Beeinträchtigung oder Behinderung beispielsweise haben. Ja. Aber Hilfsmittel, die dann dort zum Einsatz kommen, sind zum Beispiel Screenreader, ne? Also ein Tool, das liest mir sozusagen vor, was ich auf einer Webseite beispielsweise sehe. Und damit ein Screenreader gut arbeiten kann, muss jetzt eine Webseite strukturell und von der Formatierung eben nach gewissen Prinzipien aufgebaut sein, ne? Dass der Screenreader erkennen kann, das hier ist eine Überschrift, oder das Bild hat einen alternativen Text oder hier geht es ein Link dorthin und der Link heißt nicht nur mehr oder weiter, sondern der Link heißt dann zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder irgendwas in diese Richtung. Ne? Also das wäre ein solcher Aspekt. Und der zweite Aspekt, den ich gerne noch reinwerfen würde, ist, dass es sehr viel mit Adaptierbarkeit zu tun hat. Das heißt, dass wir nicht unbedingt annehmen, was für den Anwender das Beste ist, ja, und sagen, naja, große Schrift zum Beispiel ist per se gut, ja, weil es gibt Menschen, für die ist große Schrift genau nicht gut, ja, sondern sagen, der Anwender, die Anwenderin soll in die Lage versetzt werden, sich die Inhalte selber so zurechtzubiegen, ja, sage ich mal, durch Vergrößern, Verkleinern etc., damit es für ihn oder sie entsprechend passend ist und je nachdem, welche Beeinträchtigung möglicherweise vorliegt, es dann geeignet ist. Ja.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall, was uns in Zukunft bestimmt noch mehr beschäftigen wird. Es sind noch drei Fragen reingekommen. Die würde ich gerne noch die verbleibende Zeit nutzen, um die zu stellen. Da haben wir noch eine Frage, die sich auch so ein bisschen auf den Testmanager bezieht nochmal. Im ISTQB Test Automation Engineer wird vom Testautomatisierungsmanager gesprochen. Für wie wichtig haltet ihr diese Rolle heute und zukünftig? Welche Skills unterscheiden den Testautomatisierungsmanager vom Testmanager? Richie. Ganz klar. Ja, also diese Rolle gibt es da, das ist richtig. Wenn ich in die Praxis reinschaue, also ich habe es noch nie irgendwo gesehen. Und es ist für mich auch, also was unterscheidet den vom Testmanager, hat natürlich schon viel mehr den Fokus auf Testautomatisierung, auf die Strategie der Automatisierung, auch ein technischeres Verständnis vielleicht, als manch ein Testmanager das hat. Und ja, das sind Skills, die braucht man auch, eine Testautomatisierung übergreifend zu denken, weil das ist immer wichtiger, dass wir das über einen Prozess denken, was mache ich denn damit eigentlich, wofür verwende ich das Tool, für welche Teststufen, für welche Testarten nutze ich Automatisierung in dem und dem Kontext bei mir. Diese Gedanken muss man sich machen. Und das finde ich, ich glaube aber jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es dafür einen Testautomatisierungsmanager braucht. Ich glaube, das kriegt man auch, oder ich sehe es auch bei meinen Kunden, also das kriegt man auch gut so hin. Das kann ein Testmanager machen, kann Quality Engineer, ein Test Engineer oder auch der Automatisierer selbst machen. Da geht es auch für mich ganz klar nur um die Skills. Um da vielleicht noch zu ergänzen, was ich da auch aus meiner Erfahrung als wirklich wichtig ansehe, ist, dass da jemand ist, der diese Architekten-Skills mit reinbringt, um die Testautomation aufzubauen oder zu entwickeln. Weil letztlich wird das ja häufig so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ist aber ja ein Softwareprojekt wie die produktive Applikation auch. Ja, und auch da kann ich architekturell einfach missbauen und dann 3 Monate später feststellen, oh, ich komme ja gar nicht mehr weiter, ich bekomme das ja gar nicht mehr angepasst an meine Bedarfe. Ja, und das passt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in den Begriff des Testautomationsmanagers rein, aber das sehe ich auch noch so als wichtiges Skillpaket einfach, ja, zusätzlich zum Steuern. Ja, sehr gut. Wir haben noch eine Frage zum Thema Fuzzy-Testing. Wie ist der Stand mit der Fuzzy-Testing und wie seht ihr es im Kontext der Fortschritte im Gen-AI-Tooling-Support for Testing? Gute Frage. ich bin da nicht tief genug drin, um eine qualifizierte Antwort tatsächlich geben zu können. Ja, da fehlt mir jetzt der Überblick im Detail. Lasse ich jetzt mal die Hosen runter. Ich gehe mit, da bleibt nur Sven. Sehr schön. Ich werd mich auch nicht zu Fuzzy Testing auslassen. Also meine Wahrnehmung ist, das hat im Moment zumindest keine große praktische Relevanz. Ja, aber die Frage war ja auch bezogen auf das Thema Gen AI Tooling im Testing. Und da würde ich sagen, ist meine Wahrnehmung zumindest, dass da so ein Schwerpunkt eher da drin liegt, wie bekomme ich denn mit diesen Large Language Models ein adäquates Prompt Engineering hin, dass ich in der Lage bin, aus den Modellen dann halt auch die Ergebnisse rauszuholen, die mir eine Effizienzsteigerung bringen. Ja, und das hat dann weniger mit Fuzzy Testing zu tun, als mit erstens zu verstehen, wie funktioniert denn klassisches Testen, ja, wie funktionieren Testentwurfsverfahren und sowas. Und zweitens, wie funktionieren Large Language Models und wie funktionieren die Prompts. Ja. Mhm. Das wär so mein Hinweis an der Stelle. Da weiß ich gar nicht, ob sich ein zusätzlicher Benefit daraus ergibt, dass man sich dann mit Fuzzy Logic und Fuzzy Testing dann noch zusätzlich befasst. Da vielleicht noch anschließend, gerade zum Thema Tools, was sind die Top 3 Testing-Tools in 2024?
Welche würdet ihr empfehlen? Ich würde die Frage immer zurückspielen. Ich würde immer fragen, welches Problem möchtest du lösen? Ja, ich empfehle dir dann ein Tool, wenn du mir sagst, was du machen möchtest und was du lösen möchtest. Und dementsprechend kann man ganz viele Tools jetzt hier nennen für Testmanagement oder Testautomatisierungsframeworks und so weiter. Ob die jeweils passen oder nicht in dem Kontext, das ist dann eine andere Sache. Ja. Das heißt, es hat natürlich wahrscheinlich jetzt meine Antwort auch ein bisschen was mit persönlichen Vorlieben zu tun, aber wenn man es jetzt mal vielleicht beim Bereich der Automatisierung und da jetzt Richtung vor allem Oberflächenautomatisierung, UI-Automatisierung und so weiter denkt, würde ich sagen, ist da vor allem das Thema Playwright und Cypress vermutlich zu nennen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber ob die jetzt die Probleme, die der Fragesteller, die Fragestellerin hat, löst, kann ich nicht beantworten. Ne? Also deswegen finde ich persönlich Fragen nach guten Werkzeugen immer sehr, sehr schwierig zu beantworten, ohne genau zu wissen, was sie denn eigentlich erfüllen sollen. Ne? Mhm. Aber vielleicht. Also ich sehe ich ähnlich. Ich würde sagen, wenn man drei Tools dieses Jahr ausprobieren würde, würde ich sagen, ja, ChatGPT, Copilot und das eigene Hirn. Und der Rest ergibt sich dann irgendwo. Ja, sehr gut. Hast du noch einen Tipp, Sven? Oder siehst du es ähnlich wie die anderen beiden? Ja, also mir schwirrt gerade im Kopf rum, was ich in meiner ersten Station im Testing gelernt habe. Da gab es so einen schönen Sinnspruch, der ging, a fool with a tool is still a fool. Ja, Werkzeuge sind ja genau das. Florian hat schon gesagt, ein Werkzeug, mit dem ich irgendein Problem löse. Und häufig genug ist das aber ja problemspezifisch, welches Werkzeug das Beste ist. Sonst hätten wir heute nach über 25 Jahren immer noch nicht oder nicht mehr einen Markt von vielen, vielen UI-Automationstools, sondern gäbe es nur noch eins, weil es eins alles kann und für alles das Beste ist. Das haben wir aber ja nicht. Ja, und für jede andere Kategorie von Werkzeug ist es ja ähnlich. Mein Tipp wäre daher, ehrlicherweise, wenn ihr fertig seid damit, ChatGPT und das eigene Hirn und so zu explorieren, dann lernt Python, ja, das hilft euch mit Sicherheit auch. Und dann gucken wir mal weiter. Okay, sehr gut. Ich habe jetzt noch eine Frage, aber wir sind auch jetzt schon langsam am Ende. Ich würde die Frage gerne noch stellen und euch dann noch zu einer kleinen Powerrunde am Ende einladen. Und vielleicht aber noch mal ganz kurz Florian Hemmern zu Wort kommen lassen. Wie relevant seht ihr das Thema Offshore-Testing in diesem wie auch in den nächsten Jahren? Könnt ihr dazu was sagen? Also wenn du mich persönlich fragst, auch in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, als sehr wichtig, weil das ist letztendlich ein wesentlicher Teil, den wir auch bedienen. Ja, wir haben große Lokationen beispielsweise in Pune sitzen, in Indien. Wir haben aber auch einen neuen Standort beispielsweise in Ruanda, in Kigali, aufgebaut vor einem Jahr. Das heißt, das, was wir dort zum Beispiel sehen, ist, dass wir das Thema Offshoring weiter relevant ist, aber dass wir vielleicht auch andere Standorte dort mit reinbringen werden. Ja, und es ist für Kunden von uns sehr interessant, zum Beispiel aufgrund Zeitunterschiede, die wir dort geringer haben. Und es hat auch eine sehr, sehr große Relevanz für die Kunden weiterhin aufgrund von Preisen, die wir realisieren können. Und deswegen sehe ich das Thema als wichtig an. Ob jetzt das Offshoring dort oder dort stattfindet, ist ein bisschen ein anderer Aspekt. Aber ich sehe das als sehr wichtig an. Oder relevant an, die Herausforderung, das war jetzt keine kurze Antwort, merke ich gerade. Ne? Die Herausforderung ist aber natürlich die gute Integration in die Projekte, ne? In die Standorte, die wir dann hier zum Beispiel haben und die Teams wirklich zusammenzubringen. Aber das ist ein lösbares Problem. Ja, also als jemand, der für einen globalen IT-Dienstleister tätig ist, kann ich das nur 100% unterstützen. Ja, es wird, glaube ich, sogar wichtiger im Kontext der gesamtwirtschaftlichen Situation, wo gerne nochmal nach einmal ein bisschen Kosteneffizienzen geschaut wird beim Kunden. Und ein Aspekt ist aber sicher auch, was wir immer wieder sehen, sind wirklich globale IT-Rollout-Programme, ja, wo ich wirklich über alle Kontinente hinweg irgendwo Rollouts und dann letztlich halt auch Testaktivitäten organisieren muss. Ja, da rede ich dann natürlich auch
nicht mehr über das klassische Offshoring, wo ich einfach sage, oh, ich gebe das als Arbeitspaket zum Beispiel nach Indien, sondern da geht es dann wirklich darum, auf den einzelnen Kontinenten dann zu organisieren, wie kann da lokal gut getestet und supportet werden und wie bringe ich das Ganze zusammen. Super. Ja, was jetzt Sven am Schluss gesagt hat, da kann ich ein bisschen mitgehen. Ansonsten, ich bin einfach kein Freund davon, deswegen, es ist in meinem Umfeld nicht wenig präsent und vielleicht bleibt es auch so, weiß ich nicht. Perfekt, super. Ich würde dann gerne noch die Power-Runde anschließen. Und zwar, Sven, du hast gesagt, Python lernen hilft. Vielleicht nochmal ganz kurz die Frage an euch. Wenn wir jetzt einen Tester, eine Testerin haben, die jetzt in 2024 vielleicht auch den Berufseinstieg wagt, was würdet ihr dieser Person sagen, was sie machen sollte und können sollte, um sich bestmöglich auf ihren Berufseinstieg und auf ihre Rolle vorzubereiten? Sven, magst du anfangen vielleicht? Also ich halte es ganz kurz. Ich bleibe bei Python, aber was mindestens genauso wichtig ist, ist das ganze testmethodische Handwerkszeug. Mhm. Super. Florian? Ja, mache ich ein Plus 1 hin. Also wirklich die Grundlagen, Methodik, Begriffe, Verständnis darüber. Es ist immer hilfreich und gut, eine technische Expertise zu haben. Ja, wenn man Programmiererfahrung irgendwo sammeln kann, dann würde ich immer empfehlen, das zu tun, ob es jetzt Python ist oder was anderes, sei mal dahingestellt. Ich persönlich finde es immer gut, eine breite Palette zu haben, über verschiedene Disziplinen hinweg, sich auch ein bisschen mit Anforderungsmanagement, vielleicht ein bisschen mit Projektmanagement, also mit dem ganzen Entwicklungsprozess und dem, was Software Engineering letztendlich auszeichnet, zu beschäftigen. Soft Skills haben wir gesagt und dann einfach am Ball bleiben, auf Podcasts hören zum Beispiel, ja, Bücher lesen, auf Konferenzen gehen etc. Also da wirklich nicht nur in seinem Tagesgeschäft sein, sondern sich einfach interessiert zeigen, auch für Weiterentwicklungsthemen. Super, perfekt. Richie, würdest du noch was anschließen? Ich denke auch, Foundation Level machen und dann einfach offen sein für das, was kommt, Erfahrung sammeln und weiterlernen. Super, perfekt. Das ist ein super Schlusswort. Dann möchte ich mich bedanken bei allen, die heute zugeschaut haben. Vielen Dank, dass ihr eure Mittagspause mit uns verbracht habt. Es ist schon wie beim letzten Mal, dass wir doch gar nicht so viel gegessen haben, wie wir uns vorgenommen haben. Aber ich glaube, das kommt einfach durchs Quatschen. Ihr konntet vor dem Bildschirm ein bisschen mehr essen. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank an Sven, an Florian, an Richie, dass ihr da wart und unsere Runde so bereichert habt. Das war sehr, sehr spannend, sehr spannende Einblicke. Und ich würde sagen, ihr erreicht uns auch alle auf LinkedIn per Mail. Und ich denke, ich spreche auch für die anderen drei, dass sie sich auch sehr freuen würden und wir uns sehr freuen würden, wenn ihr mit uns in Kontakt bleibt, euch vernetzt. Und genau, dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder zu einem weiteren spannenden Thema. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank, auch an dich, Eva. Danke, ja. Dankeschön.